Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch zeigen, wie ihr den Highflyer-Fallschirm bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch einen Job markieren. Einen Link zum Job werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Und dann würde ich sagen, lassen wir schon direkt losstarten. Zieht euch zunächst einmal das Outfit an, wo ihr den Fallschirm hinterher drauf haben wollt. Anschließend gehen wir dann einmal zum Ammonation. Dann gehen wir zu den Fallschirmen und dort beim Fallschirmrucksack müssen wir uns dann einmal den Israel-Fallschirm kaufen. Haben wir das gemacht, dann können wir den Job auch schon direkt starten. Wir gehen einmal auf Options, auf Online, auf Jobs, Job spielen, markiert auf Deathmatch und dort starten wir dann den Job High Fly Death. Hier im Jobmenü angekommen, jetzt entweder einen Freund oder einen Random einladen, macht es am besten mit einem Freund, den Job dann starten. Im Jobmenü braucht ihr auch gar nichts umzustellen, ganz normal den Job starten. Ist der Job gestartet, dann steigen wir jetzt in einen Helikopter ein. Einfach jetzt eine gewünschte Höhe erreichen, aus dem Helikopter rausspringen, den Fallschirm ziehen, einfach Richtung Boden gleiten. Sobald wir jetzt gelandet sind, öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen auf Aussehen, runter zu beleuchtende Kleidung und dort switchen wir für ungefähr 15 Sekunden. Anschließend können wir den Job dann wieder verlassen. Sind wir jetzt in der Lobby wieder gespawnt, dann registrieren wir uns einmal als CEO. Dann gehen wir auf Verwaltung, auf Stil, switchen einmal das Outfit rechts zu links. Interaktionsmenü wieder schließen und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon den Fallschirm haben. Ja, das Outfit könnt ihr euch dann ganz normal abspeichern. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.